Leonardo hätte es vielleicht so formuliert: Definiere oder beschreibe die Momente, in denen du wirklich zufrieden warst und wie viele es waren und aufgrund welcher Ereignisse das vorkam. Vielleicht sind die eben beschriebenen Feuervögel ihr ganzes Leben lang durch verschiedentliche Glücksmomente, Augenblicksmomente des Kairos beschert worden. Aber das bekommt keine Bedeutung, bis auf die einzige, die die Bedeutung aus sich selbst herausholt. Und die Lurche oder Iltisse, die ihr Leben lang fast nie zufrieden waren, bis auf wenige Ausnahmen, da sie alles mit dem Vergeblichen, dem wieder bedeutungslos Gemachten in Verbindung bringen, kommen dann manchmal so weit, zu Zen-Stoikern zu werden, die den Spieß umdrehen und das kontinuierliche, erbärmliche, nie zufrieden sein könnende Leben auf den Kopf stellen und sich dann sagen, dann bin ich eben zufrieden mit dem nie zufrieden sein können, sollen, dürfen, als der Iltis, der sich notwendigerweise in den Schlingpflanzen verfängt und am Ende, wenn ich all das reduziert habe, was mir sowieso nichts bedeutete, dann bleibt eben nur noch der Zustand des Omnia Mia Micrum übrig, der Zustand des Nichtserwartens. Hauptsache, man wird nicht gequält, von Leiden oder Schmerz heimgesucht, von unwichtigen, sorgevollen Gedanken, sondern sagt sich, wenn es dieser Zustand ist, der eben so ist, wie er ist, was würde mir dann noch fehlen zu meinem Glücke? Was würde ich überhaupt mir wünschen als glückliche Begegnung? Und in dieser Reduktionsreihe gelangt der Zen-Stoiker dann zu dieser Schlussfolgerung. Das Einzige, das ihm zu seinem Glücke fehlte, wäre die Antwort auf die Frage nicht, dass alles, was entsteht, wert ist, dass es zugrunde geht, sondern nein, warum alles, was entsteht, notwendigerweise wieder zugrunde gehen muss. Aber auf diese Frage gab es noch nie eine Antwort, außer vielleicht der Versuch des Parmenides, der sich frug, wenn dem so ist, wäre es dann nicht viel besser von vornherein gewesen, dass gar nichts geworden wäre. Denn es ist ja klar, dass wenn etwas wird, das nur um den Preis des Tödlichen geschehen kann, des Veränderlichen, und dass das Tödliche
nur um den Preis des Wiederwerdens eine neue Transformierung nicht aufhören kann, wieder neu zu beginnen. Wäre es also da nicht besser gewesen? Es wäre von vornherein nichts geworden und nur nichts geblieben. Aber diese Vorstellung ist in sich bereits paradox. Denn wenn da nichts ist, das nicht geworden ist, dann kann es sich die Frage, warum, wenn es werden muss, es wieder sterben muss, ja gar nicht stellen. Und somit entfällt diese Konstruktion. Oder könnte man sie noch weiter denken, weiterziehen, dass selbst in einem Nichts die somit nicht der Paradoxie unterliegt, dass da etwas ist, etwas Materialisiertes, den Gesetzen der ständigen Transformierung, des Sterbens und Wiederwerdens unterworfen, sondern eben nur nichts. Ob dieses Nicht-Etwas dann eine solche letzte Frage zur eigenen Befriedigung, zum eigenen Glücke gar nicht notwendig hätte? Oder wie wäre deren Gegenfrage, warum ist alles, was nicht ist, dazu verdammt, dazu wert? Ja, was? Nicht zu werden, nicht geworden zu sein, nichts zu bleiben und nichts zu bedürfen. Aber wenn dem so wäre, dass dieser nichts virtuelle Raum mit sich also pappsatt zufrieden wäre und keinerlei Fragen zu stellen hätte und keinerlei Glücksempfindung oder kleinerlei Glückswunsch hätte, da es keine Differenz gäbe, die da aufzufüllen wäre, sondern alles in sich bereits stimmig. Wenn dem so wäre, dann hätte ja auch aus diesem Nichts gar nicht etwas entstehen können. Denn es wäre ja mit sich nicht asynchron, nicht asymptomatisch, nicht asymmetrisch so zufrieden, dass da keine Fluktuationen von so überschießendem Maßstab entstehen könnten, dass daraus wieder dieses materialisierte Etwas herausploppen würde auf die andere Seite des dann nicht nichts gewordenen. Ja, am Ende aller Zeiten werden alle schwarzen Löcher wieder alle schwarzen Löcher gefressen haben und dann wird die rein Nichts-Virtualität wieder vollständig eingekehrt sein. Gestern wieder so einen verblödeten Vortrag von Lesch gehört, dass die immer noch nicht wissen, dass die sogenannte Gravitation als Verbiegung der Raumzeit, dass die sogenannte Raumzeit, die früher noch der Äther hieß und heute das Hochvakuum mit seinen Fluktuationen, also auch ein mit etwas gefülltes liquides irgendetwas ist, dass dieser Raum selbst, der die Gravitationswirkungen durch Beugungen, Krümmungen, Interferenz erzeugt, dass das nichts anderes ist als die sogenannte dunkle Energie, dass das nichts anderes ist als der nichts virtuelle Raum zwischen allen Materialisierten, der sich vor allem Materialisierten ekelt und dieses nach der newtonschen Regel aufeinanderhetzt. Masse mal Masse
dividiert durch Abstandsquadrat, denn je näher sie sich kommen, umso mehr werden sie aufeinander gepresst durch den Diskrepanz zwischen dem inneren Nichtsleerraum zwischen den Atomen und dem umgebenden mit größerem Anpressdruck. Eine Art Bernoulli-Reaktion der Nichtsvirtualität oder der Casimir-Effekt, der zeigt, dass außerhalb der sich anziehenden Platten eine größere Fluktuationsdichte ist oder bereits schon der Dämon von Maxwell, der das zeigt. Ja, aber wir haben keine Lust, über Physik zu reden. Das könnt ihr alles nachlesen in das Ulem des Glücks, das ich vor 30 Jahren geschrieben habe. Da ist das ganze Modell der Gravitationswirkungen bereits auf den Kopf gestellt und auch das Problem der Bosonen, der Hadronen, also der sichtbaren Materie, die immer als positiv erscheint, aber in Wirklichkeit nur das Negativum des Negativums der Nichtsvirtualität ist, nämlich die Risse im Nichtsraumkontinuum, die sich dann mit der Narbenmaterie füllt in diese Spalten hinein, in dem das Kontinuum Risse, Lücken, Kluften, Fugen, Spalten aufweist.